Salzburg, dieser Treffpunkt der, der Besten vom Besten. Was ist das Tolle an Salzburg? Gute Probenbedingungen. Mit ganz besonderen Menschen im Idealfall Besonderes zu machen. Das Besondere an Salzburg und an den Festspielen ist, dass die Stadt eigentlich schon relativ klein ist für dieses riesige Festival. Dieser Geist von Salzburg, der verlangt von dir, dass du ganz neu dich denkst und auch Kunst machst. Die ganze Stadt ist Bühne. Diese Vision Hugo von Hofmannsthals steht am Beginn der Salzburger Festspielgeschichte. Seither verschwimmen jeden Sommer in der Stadt an der Salzach während der Festspielzeit die Grenzen zwischen Alltag und Inszenierung. Was mir vorschwebt, ist ein Theater, das den Menschen wieder Freude gibt, das sie aus ihrer Alltagsmisere über sich selbst herausführt in eine reine Luft der Schönheit. Das sagt Max Reinhardt über die Idee, in Salzburg Festspiele zu gründen. Die barocke Residenzstadt, fernab vom rastlosen Alltag und von der Betriebsamkeit der großen Metropolen. Ein intimer Ort für intime künstlerische Begegnung. Ich habe alle diese Wessely oder Karajan oder Kurt Jürgens und die ganzen Sänger über Film und CD gekannt, bevor ich überhaupt nach Salzburg kam als Schauspielerin. Und jetzt sah ich die immer persönlich. Mit denen man sonst nichts zu tun hätte. Welcher Schauspieler trifft schon den Geiger? Dass man mit denen in einem Arbeitsboot sitzt. Aber das Schöne finde ich auch in Salzburg, was Sie eben sagten, ist, dass irgendwie die Atmosphäre und vielleicht auch schon dieses Phänomen, zum Beispiel dieses Probenortes da draußen, auch mit Annette Trepko war, wie sie da mit dem Radl rausgekommen ist, hat geregnet, klatschnass da erstmal stand. Und dann ist man gleich in der Atmosphäre, wo man sagt, okay, wir arbeiten hier zusammen. Das einzige Mal, dass ein Schauspieler mit Chauffeur und Kappe gekommen ist, war der Eckehard Schall aus Ostberlin. Alle haben ein bisschen geschaut. Und ich habe ihm dann gesagt, könntest du bitte 50 Meter weiter vorne stehen bleiben mit deinem Luxusauto und zu Fuß herkommen. Wäre lustig, Dine Trepko mit ihrem Fahrrad und mit den nassen Haaren neben dem Herrn Schall in seiner Limo zu sehen. Ein Fest der Kunst, ein Friedenswerk nach dem Ersten Weltkrieg wollen die Festspielväter schaffen. Der Regisseur Max Reinhardt, der Schloss Leopoldskron 1918 gekauft hatte, reicht eine entsprechende Denkschrift ein. Der Dichter Hugo von Hofmannsthal schreibt in sein Gründungsmanifest den Grundsatz Oper und Schauspiel und von beidem das Höchste. Mit dabei sind der Komponist Richard Strauss, der Dirigent und Wiener Hofoperndirektor Franz Schalk und der Bühnenbildner Alfred Roller. 1917 gründen Salzburger Bürger einen Verein, um Mittel für den Bau eines Festspielhauses aufzubringen. Als Ort wird der Schlosspark in Hellbrunn gewählt. Ein manieristisches Naturidyll am Rande der Stadt. Der Berliner Architekt Hans Pölzig entwirft ein gewaltiges Projekt für 3000 Besucher, angelegt als monströse Kegelpyramide. Der Grundstein wird 1922 gelegt, aber dabei bleibt es. Die erhoffte internationale Finanzierung kommt nicht zustande. Der Pyramidenbau zu Salzburg bleibt kuriose Fantasie. Festspiele vorerst ohne Festspielhaus. Reinhardt will keinen Luxus, sondern vor allem Volksnähe. Wenn es gelingt, dieses Kunstwerk dem großen Publikum eines Volkstheaters wirklich nahe zu bringen, so wäre einer seiner wesentlichen Aufgaben erfüllt. Am 22. August 1920 der erste Höhepunkt. Hofmannsthals Jedermann unter der Regie von Max Reinhardt auf dem Domplatz mit dem Segen des Erzbischofs. Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes, dem Gnade vor Recht gewährt wird, ist für Reinhardt das ideale Stück zur Gründung der Festspiele. In der Titelrolle Alexander Moissi.
Im Jahr darauf werden erstmals Kammer- und Orchesterkonzerte und neuerlich der Jedermann geboten. 1922 stehen im damaligen Stadttheater zusätzlich 4 Opern auf dem Programm, Inszenierungen der Wiener Staatsoper. Richard Strauss dirigiert Così fan tutte. In der Kollegienkirche die Uraufführung von Hofmannsthals Salzburger Großem Welttheater. Als weitere Spielstätte kommt die Felsenreitschule dazu, früher Sommerreitschule, eröffnet mit Goldonis der Diener zweier Herren. In einem Bühnenbild von Clemens Holzmeister. Hermann Thiemig spielt den Truffaldino. Clemens Holzmeister baut auch das endgültige Festspielhaus. Die Fresken im Foyer malt Anton Feistauer. Endlich professionelle Aufführungsbedingungen in politisch turbulenter werdenden Zeiten. Im Grunde genommen hat es einen elitären Charakter erst bekommen mit dem Jahr 1933-34, weil vor allem in Opposition zum nationalsozialistischen Deutschland und zur Unterstützung des Judenmarkts Reinhardt die internationale jüdische Gemeinschaft stärker gekommen sind. Jetzt kommen die Amerikaner, die Engländer, die Franzosen und interessanterweise auch die Italiener. Warum die Italiener? Weil Italien zu diesem Zeitpunkt, obwohl es schon faschistisch, dennoch antideutsch ausgerichtet war. Nach und nach entwickeln sich die Festspiele zu jenem kulturellen Ereignis, dessen Ziel Hugo von Hofmannsthal am Beginn so formuliert hatte. Im höchsten Maß hoffen wir, dass die Angehörigen anderer Nationen zu uns kommen, um das zu suchen, was sie nicht leicht anderswo in der Welt finden könnten. Salzburg wird in dieser Zeit Treffpunkt der Stars von Oper, Konzert und Theater. Der Dirigent Bruno Walter, in Nazi-Deutschland unerwünscht, emigriert nach Österreich. Mit dem Aufschwung der Festspiele in den 30er Jahren verbunden sind ebenso Bernhard Paumgartner und Arturo Toscanini als Leiter von Konzerten und Operninszenierungen. Regelmäßig am Dirigentenpult stehen auch Clemens Kraus und Wilhelm Furtwängler. Ich glaube überhaupt, dass die nächste Zukunft dem Theater eine engere Verbindung zwischen Schauspiel und Musik bringen wird. Jeden Sommer gibt es nun zahlreiche Opernneuinszenierungen, dirigiert von Bruno Walter. In 1933 inszeniert Reinhardt den ersten Teil des Faust in der Felsenreitschule mit Paula Wesseli und Ewald Balser. Das Bühnenbild wieder von Clemens Holzmeister. Und Reinhardt bringt die große Welt nach Salzburg. Auf Schloss Leopoldskron lädt er zu opulenten Festen. Adel, Geldleute, Politiker, Kunstfreunde, Künstlerinnen und Künstler kommen zum sommerlichen Treiben. Und die Stadt profitiert von den Festspielen. Treffpunkt der Prominenz sind die Festspiele bis heute, gerade wegen der speziellen, fast familiären Atmosphäre. Ja, jeder hat seine Familie dabei, jeder hat ein schönes Haus oder eine nette Wohnung. Es mischt sich diese Urlaubsatmosphäre mit der Arbeitsatmosphäre. Ja. Es ist ein unglaubliches Zusammenhalten. Hier schaffen wir das gemeinsam. Und dann kommen alle, die ganze Welt kommt. Genau, es ist natürlich schon ein heißes Pflaster. Ja. Unglaublich, muss man sagen. Unglaublich. Ja. Und man ist sehr ausgesetzt. Man ist schön, aber es ist eben auch das Gelingen und das Misslingen ist dann schon auch ganz nah. Wenn es misslingt, dann wissen es gleich ziemlich viele Leute. Ja, ja, man hat alles riskiert. Das verlangt danach, wenn man hier arbeiten darf. Salzburg glänzt nicht nur mit künstlerischen Ereignissen, bald auch mit Paraden der Eitelkeit, Festen und Events. Ein Teil der Salzburger entzieht sich rasch dem alljährlichen Trubel. Für andere wiederum ist die Auffahrt der Gäste vor dem Festspielhaus fixer Programmpunkt in ihrem Festspielsommer. Man bestaunt Autos, erspäht Prominente und beneidet jene, die dabei sein können. Auch diese Zaungäste prägen das Flair der Festspiele seit jeher. Die Zäsur kommt 1938. Bis dahin lebten die Salzburger Festspiele kulturelle Unabhängigkeit und Toleranz. Hitler macht mit all dem Schluss. Er untersagt das Klerikale, das Jüdische und das Österreichische.
Jüdische Künstler dürfen nicht mehr auftreten. Ihre Werke werden aus dem Spielplan verbannt. Hugo von Hofmannsthals Jedermann wird abgesetzt. Der Domplatz bleibt unbespielt. Reinhards Faust-Inszenierung in der Felsenreitschule weicht einem Egmont. Holzmeisters Fauststadt wird umgebaut zu Egmontstadt. Max Reinhardt und seine Frau Helene Thiemig sind schon 1937 in die USA emigriert. Ebenso Bruno Walter und Arturo Toscanini, aus Protest gegen die Faschisten. Salzburg wird Inszenierungsort der Machthaber. 1939 besucht Hitler die Festspiele. Die Spielpläne sind beherrscht von der sogenannten deutschen Kunst, politisch gleichgeschaltet, künstlerisch aber weitgehend bedeutungslos. Salzburg ist nun nicht mehr Treffpunkt eines internationalen Publikums. Vor allem Rüstungsarbeiter, Frontsoldaten und Träger von Tapferkeitsauszeichnungen bekommen die hochsubventionierten Karten. Die Salzburger Festspielhausgemeinde wird aufgelöst. Neuer Generalintendant wird der Dirigent Clemens Kraus. Karl Böhm hat 1938 seinen Einstand. Regelmäßig am Dirigentenpult nun auch Hans Knappertsbusch und Wilhelm Furtwängler. Nach Kriegsbeginn wird das Programmangebot deutlich reduziert. 1944, nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler, werden die Festspiele abgesagt. Neubeginn in Salzburg gleich nach Kriegsende, unterstützt von den Befreiern aus den USA. I congratulate you upon having made these festivals once more a reality. 1946, dann wieder ein Jedermann am Domplatz. In der Titelrolle Ewald Balser. Jedermann, was bist du für ein Tod? Ich bin der Tod. In dieser Wiedererrichtungsphase der Republik musste man sich ja von der deutschen Phase 38 bis 45 und auch der Deutschtümelei, die vorher da war, deutlich distanziert und man griff auf dieses Österreich-Bewusstsein zurück. Weil natürlich die Festspiele in Amerika zu dieser Zeit schon bekannt waren und die Betonung des typisch Österreichischen ganz im Interesse der amerikanischen Besatzungsmacht gelegen ist, also der Reconstruction of Austria. Zu den befreiten Festspielen kommt auch wieder internationales Publikum. Aber viele einst maßgebliche Künstler sind noch im Exil oder bereits tot, wie der 1943 verstorbene Max Reinhardt. Und jene, die unter den Nazis groß waren, haben nun Auftrittsverbot. Vorübergehend. Man musste auch die Tradition der 30er Jahre anknüpfen, nicht wahr? Die Crème de la Crème hier dirigiert hat. Man wollte unbedingt Karajan haben, den jungen Karajan. Der ja ein Schüler vom Baumgartner war, man wollte in erster Linie natürlich Furtwängler haben, auch Böhm. Und daher hat man sich bemüht, sie zu entnazifizieren. Man hat in Salzburg alles in die Wege geleitet, um sie zu bekommen. Nach und nach kehren auch vertriebene Künstler zurück, wie Bruno Walter. Die Suche nach einer neuen Identität für die Festspiele führt zu einer programmatischen Öffnung. Mit Uraufführungen zeitgenössischer Werke werden neue Akzente gesetzt. Der damals junge österreichische Komponist Gottfried von Einem feiert mit seiner Oper Dantons Tod 1947 einen durchschlagenden Erfolg. Regie beim Jedermann führt Helene Thiemig, die bisher einzige Regisseurin in der Geschichte des Jedermann. Der letzte Jedermann vor dem Krieg war noch eine Inszenierung ihres Mannes Max Reinhardt. In der Titelrolle, wie schon 1937, Attila Hörbiger. Wenn eins gemahnt wäre an den Tod. Natürlich durften wir dann auch irgendwann meinen Vater sehen. Der hat meine Schwester und mich noch geführt durch den ersten Stock des erzbischöflichen Palais. Und da durfte ich dann von oben über den Rücken von den Klosterschwestern und den geistlichen Herren übers Fensterbrett hinunterschauen und sah den Jedermann. Und natürlich hat mir das einen riesen Eindruck gemacht und ich war irrsinnig stolz, wie wenn mein Vater der Kaiser von Salzburg wäre. Ausgedacht nach mir! Musik
Der Dirigent und Komponist Bernhard Paumgartner, von den Nationalsozialisten als Direktor des Mozarteums abgesetzt, gründet nach seiner Wiederbestellung die Mozart-Matineen. Als Ergänzung zu den Aufführungen bekannter Werke bei den Festspielen setzen die Matineen Raritäten des Genius Luzi aufs Programm. Auf der Salzburger Sommerbühne mit all ihren internationalen Gästen spielt sich unter den Spitzendirigenten ein Konflikt persönlicher Natur ab. Ursprünglich waren die Festspiele nach der Entnazifizierung Wilhelm Furtwängler und Herbert von Karajans an beiden Dirigenten interessiert. 1948 standen auch beide am Dirigentenpult. Doch ihre latente Rivalität steht bald einem gleichzeitigen Wirken entgegen. Furtwängler war sicherlich ein sehr stark philosophisch geprägter Dirigent, ungemein gebildet, selber auch Komponist, hat ganz bestimmte Vorstellungen gehabt und ein Machtmensch. Karajan hat schon in den späten 40er Jahren starke Ambitionen, das, was er dann als Gesamtkunstwerk verstanden hat, zu gestalten. Das heißt, er wollte nicht nur dirigieren, sondern auch inszenieren, und das war Furtwängler natürlich in keinster Weise angenehm. Sie haben sich menschlich im Grunde genommen nicht verstanden. Sie waren einmal Abendessen im Goldenen Hirschen und das war's. Furtwängler entscheidet den Machtkampf für sich und wird 1949 künstlerischer Leiter. Seinen Einstand feiert er mit der Zauberflöte. Furtwängler bestimmt nun im Alleingang Programm, Angebot und Besetzung bis zu seinem Tod. Erst dann hat Karajans Wartezeit ein Ende. 1957 wird er künstlerischer Leiter. Ihm unterliegt Karl Böhm. Eine neue Zeit bricht an in Salzburg. Herbert von Karajan setzt auf absolute Perfektion. Auf 1, 2, 3, los! Er will das Gesamtkunstwerk. Ich spieße mal, dann können Sie. Ja, bitte. Karajan dirigiert und inszeniert Opern. Achtung, fertig, los! Er initiiert auch zahlreiche Uraufführungen, wie die Schule der Frauen mit Walter Berry, Christa Ludwig und Anneliese Rothenberger. 1958 dann die erste Fernsehübertragung aus Salzburg. Jedermann mit Will Quadflieg. Seid hereingelaufen, so könnte ich euch alle kaufen und wiederum verkaufen auch. Karajan wünscht sich das größte und modernste Theater der Welt. Auf dem Areal der alten Hofstallungen wird nach den Plänen von Clemens Holzmeister das große Festspielhaus errichtet. 55.000 Kubikmeter Gestein müssen aus der Mönchsbergwand gesprengt werden, um für das gewaltige Bühnenhaus Platz zu schaffen. Das riesige Auditorium bietet 2200 Gästen Platz. Die Bühnenausmaße sprengen alle bisher gekannten Dimensionen. Am 26. Juli 1960 die Eröffnungsgala im großen Festspielhaus. Karajan dirigiert den Rosenkavalier von Richard Strauss. Lisa della Casa gibt die Marschallin, Sena Jurinac den Octavian. Karajan beendet die Monopolstellung der Wiener Philharmoniker und holt auch internationale Gastorchester nach Salzburg. Hatte in den Jahrzehnten davor das Ensemble der Wiener Staatsoper die Besetzungslisten dominiert, so werden die Festspiele nun zum Treffpunkt internationaler Stars. Karajan zieht die Fäden und holt Namen nach Salzburg, die sonst auf den Bühnen von Mailand bis New York zu Hause sind. Wie Mirella Freni und Grace Bunbury. Christian Bösch singt den Papageno. So ein sanftes Poltern der Seligkeit.
Edita Gruberova, Die Königin der Nacht. Marti Talvela, Den Sarastro. Giuseppe Taddei als Falstaff. Und Christa Ludwig in der Rolle der Kupplerin Mrs. Quickly. Es hat sicher außer den Gründern Max Reinhardt und Hugo von Hofmannsthal keine Künstlerpersönlichkeit die Festspiele so geprägt wie Herbert von Karajan. Er stand 337 Mal am Pult. Das macht ihm so schnell keiner nach. Er hat 14 Opern nicht nur dirigiert, sondern selbst inszeniert. Reformakzente auch beim Sprechtheater. Der spätere Burgtheaterdirektor Klaus Peimann führt bereits in den frühen 1980er Jahren Regie in Salzburg mit Inszenierungen zeitgenössischer Autoren wie Thomas Bernhardt. Ernst Häusermann, in der Ära Karajan-Schauspielchef, setzt verstärkt auf österreichische Werke. Alle richten sie sich zugrunde, indem sie alles daran setzen, sich zu retten. Reden gehen zugrunde, sitzen herum und richten sich zugrunde. Marianne Hoppe und Kirsten Dehne in dem Mutter-Tochter-Konflikt. Vor ein paar Jahren noch, da hätten wir hinfahren können. Jetzt ist es zu spät. Wenn du jemals liebst, gedenke meiner in den süßen Qualen. Er lächelt bald! Otto Schenk inszeniert mit einem Ensemble österreichischer Schauspieler. Es wirkte wie eine Riesenhetz, aber es war sehr hart gearbeitet worden und erarbeitet worden. Und ich kann mich erinnern, wie wir nach der, komischerweise, da kriege ich jetzt Gänsehaut, weil ich mich da so gerne dran erinnere. Wir saßen nach der Generalprobe von, was ihr wollt, auf der Terrasse vom Café Bazar. Und es war so wunderbar, wie das Publikum reagiert hat. Es ist nur Glück, alles nur Glück. Und es war so der Vorabend von einem riesigen Erfolg. Und das war einfach, ich glaube, das war mein schönstes Erlebnis, das ich in Salzburg hatte. Man schmeichelt sich mit Hoffnung auf, zu Wasser wird, was man erhofft. Bei mir soll's nicht zu Wasser werden, das Glück ist nicht zu schwören. Und das hat sich dann fortgesetzt über Talisman. Und der ja auch eine Riesenhetz war. Nachlaufen, habe ich gesagt, und geschwind! Laufen, habe ich gesagt. Das war unbeschreiblich schön. Das waren diese Eindrücke in dem Schenk-Ensemble. Werd schauen, dass ich ihn einhole. Glaub aber nicht. Den Nestor und den Raimund hätte man uns ein bisschen, und auch den Schnitzler und den Hofmannsthal mit Verlaub, hätte man in einem österreichischen Ensemble, das ein reines Festspielensemble hätte werden sollen, hätte man behalten müssen. Das Fest zur Festspieleröffnung hat mittlerweile Tradition. Auf vielen Plätzen der Altstadt werden Veranstaltungen bei freiem Eintritt geboten. Die Gäste haben die Möglichkeit, Künstlerinnen und Künstler hautnah zu erleben. Ein konzertantes Weltereignis. Friedrich Gulda, Joe Zawinul und Herbie Hancock in gemeinsamer Session auf drei Konzertflügeln. Also ich komme aus einer normalen Durchschnittsfamilie aus Salzburg, wo sich eigentlich die Leute die Karten nicht wirklich haben leisten können. Ja. Und die Salzburger sitzen sehr viel in Generalproben drinnen. Ja. Und das finde ich schon ganz gut, wenn da viele Leute von der Stadt und vom Land dort sitzen und Fragen stellen und sich irgendwie dazugehörig fühlen. Dann kriege ich eigentlich ganz persönliche Meinungen, ganz detaillierte Beobachtungen, Verbesserungsvorschläge, wütende Kritik, alles kriege ich mal so ganz pur. Und das finde ich eigentlich gut, dass ich das nicht nur immer so schwarz auf weiß irgendwo dann
lese, sondern mir das jemand sagt. Das ist Ihnen sehr wichtig, auch der Kontakt mit den Künstlern. Der ist so wie fast wie Hollywood. Es kam ein alter Mann zu mir und hat gesagt, ich bin seit 49 Statist und hauptsächlich in der Felsenreitschule dürfte ich Ihnen zeigen, wo ich immer gestanden bin. Der hat einen Platz gehabt über Jahrzehnte, wo er immer gestanden, welche Oper auch immer, hat er gesagt, da bin ich gestanden. Na, aber so einen Platz habe ich auch im großen Festspielhaus. Wenn man von der Bühne in den Zuschauerraum schaut, ist oben am Balkon links sind zwei Säulen, eine links, eine rechts. Und als 14-jährige Schülerin hatte ich ein Konzertabo und das waren die billigsten Sitze, die Säulensitze. Und ich bin hinter der Säule rechts gesessen, 3 Jahre lang. Mhm. Und wenn ich jetzt unten stehe und hinaufschaue, dann ist das ein eigenartiger Kreis, der sich schließt. Es relativiert für mich das vielleicht ein bisschen, ja. Eine der letzten spektakulären Neuinszenierungen in der Ära Karajan, Verdis Maskenball mit Placido Domingo, inszeniert von Hollywood-Regisseur und Oscar-Preisträger John Schlesinger. Vor der Premiere im Juli 1989 stirbt Herbert von Karajan im 81. Lebensjahr. Seine Ära bei den Salzburger Festspielen dauerte 3 Jahrzehnte. Der Philosoph Theodor Adorno fasst sie mit einem Begriff zusammen. Karajan, der Dirigent des Wirtschaftswunders. Strukturen aufbrechen und Grenzen erweitern. Das ist das Ziel von Gérard Mortier. Ab 1991 Karajans Nachfolger als künstlerischer Leiter der Festspiele. Unter dem Motto Das neue Salzburg verfolgt er eine Politik der Öffnung. Hin zu einem breiteren, moderneren Repertoire, zu neuen künstlerischen Strömungen, zu anderen und jüngeren Publikumsschichten. Die neue Musik erhält breiten Raum. Auch das Schauspiel wird wichtiger. Schauspieldirektor Peter Stein inszeniert die Römerdramen von William Shakespeare. Selbst Brutus kniet vergeblich. An Hände sprecht für mich. Martin Bendrat als Cäsar, Gerd Voss als Marc Anton. Mitbürger, Freunde, Römer, hört mich an. Er war mein Freund. War mir gerecht und treu. Doch Brutus sagt, dass er herrschsüchtig war. Und Brutus ist ein ehrenwerter Mann. Lulu von Alban Berg in der von Friedrich Zerha fertiggestellten dreiaktigen Fassung der 12-Tonoper. Christine Schäffer spielt die männermordende Kunstfigur. Der konfliktfreudige Mortier öffnet die Festspiele zu einem Ort der Aufbrüche und der Konfrontation, auch innerhalb des künstlerischen Teams. Er beauftragt den italienischen Komponisten Luciano Berio mit einer theatralischen Aktion zwischen Oper und Oratorium. La Cronaca del Luogo. Das Libretto schrieb Talia Pekka Berio, in den Hauptrollen Frode Olsen und Hildegard Behrens. Damals war die Idee, dass Mortier Berio und den wirklich fantastischen Komponisten, dem er aber ästhetisch misstraute, einen ganz jungen Regisseur an die Seite zu setzen. Und dann traf ich den großen Maestro Berio, den ich unglaublich bewundere, wo ich aber sofort merkte, um Gottes Willen, der stellt sich das diametral anders vor wie ich. Und ich hatte aber den Intendanten im Rücken, der auch dauernd sagte, nein, zieh dein Ding durch, das soll diese Ästhetik haben. Es eskalierte permanent und er hat dann noch die Generalprobe abgebrochen. Und ich dachte, okay, das war das Ende meiner Karriere. Mortier setzt konsequent auf eine neue junge Generation von Regisseuren. Martin Cugey feiert mit einer eigenwilligen Hamlet-Inszenierung sein Debüt in Salzburg. Wenn je du deinen teuren Vater liebtest, oh Gott, räch seinen Mord? Mord! Ihr seid lustig, Milord. Wer? Ich? Wir können unseren Schicksal sowieso nicht.
Ich glaube, dass Mortier der richtige Mann zur richtigen Zeit war. Er hat die neue Ästhetik gebracht, die anderswo schon längst auf der Bühne gezeigt wurde. Und er hat Werke gebracht, die eigentlich schon längst nach Salzburg gehörten. Fulminantes Jedermann-Abschlussfest Ende August 2001. Regisseur Gernot Friedl feiert seine letzte Vorstellung am Salzburger Domplatz. 17 Jahre lang, seit 1984, hat Friedl in der Tradition von Max Reinhardt Regie geführt beim Spiel vom Sterben des reichen Mannes. Das Land Salzburg dankt mit dem Ehrenkreuz. Da. Als neuer Jedermann kommt Peter Simonischek. Die Inszenierung übernimmt der bayerische Regisseur Christian Stückel. Die Buhlschaft spielt Veronika Ferres. Wahnsinnig peinlich. Ihr lieben Vettern und Leut, mein Liebster ist besonders heut ein Unterdrücker. Tobias Moretti ist der Teufel. Hasser, mir fehlen Ihnen zumal die Worte. Mein Herz, so hart begehrt. Die Vorstellung beginnt mit einem Kinderspiel. Und zum ersten Mal steht der liebe Gott auf der Bühne. Haus bei Haus! Der neue Intendant der Salzburger Festspiele ab 2002, der Komponist und Kulturmanager Peter Ruzsicka, präsentiert dem Publikum erstmals Opern österreichischer Komponisten wie Erich Wolfgang Korngold, Alexander Zemlinski und Franz Schreker, die während der Nazi-Jahre ins Exil vertrieben wurden und deren Werke verboten waren. Franz Schrekers Oper aus dem Jahr 1918, angesiedelt in einer zeitlosen Traumwelt, in der die Grenzen zwischen Liebe und Besessenheit verschwimmen. Richard Strauss' Rosenkavalier in einer viel diskutierten Inszenierung, zeitlich transponiert an den Beginn des 20. Jahrhunderts. Mit Franz Havlater als Ochs auf Lerchenau, und Angelika Kirchschlager in der Rolle des Octavian. Der dritte Akt nicht im Wirtshaus, sondern im Bordell. In der Salzburger Inszenierung von Geschichten aus dem Wienerwald ist die betrogene Trafikantin Valerie eine gekränkte, aber selbstbewusste Frau. Gespielt von Suni Melles. Ich glaub nur gar nicht, dass ich auf dein Geld angewiesen bin. Ja, das wird wohl das Beste sein. Was? Das wird das Beste sein für uns beide, dass wir uns trennen. Aber dann endlich und im Guten. Giuseppe Verdis La Traviata, das Opernhighlight der Saison mit den Publikumslieblingen Thomas Hampson, Rolando Villason und Anne Trepko. Seit Jahr 2006 zum 250. Geburtstag des Komponisten das bisher ehrgeizigste Projekt, die erste zyklische Gesamtaufführung aller 22 Mozart-Opern und Singspiele in einer Saison, wie La Finta Giardiniera. In der Felsenreitschule La Clemenza di Tito mit Michael Schade in der Titelrolle. Eingebunden auch das Salzburger Marionettentheater mit Bastien und Bastienne, einem Frühwerk des 12-jährigen Mozart. Mitridate re di pronto schrieb Mozart mit 14 Jahren. Ein weiterer Höhepunkt der Intendanz Peter Ruzsickas, der Umbau des Hauses für Mozart. Im ursprünglichen kleinen Festspielhaus werden Akustik- und Sichtverhältnisse verbessert. Das Vergabeverfahren an das in keinem Wettbewerb erstgereihte Projekt der Architekten Wilhelm Holzbauer und François Valentini sorgt für zahlreiche Prozesse. Dem knapp 30 Millionen Euro teuren Bau muss auch die unter Denkmalschutz stehende Fassade von Clemens Holzmeister weichen.
Die berühmten Feistauer-Fresken im Foyer werden aufwendig restauriert. Die erste Premiere im Haus für Mozart, Le Nozze di Figaro, mit Juliane Banse, Christine Schäfer und Anna Trepko. Die Intendanz von Peter Ruzicka ist auch wirtschaftlich erfolgreich. Einspielergebnisse und Besucherzahlen sind die höchsten seit der Ära Karajan. Ehre sei Gott in der Höhe der Preise, zürnte einst Karl Kraus. Trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten finden auch teure Karten nach wie vor reißenden Absatz. Für Jugendliche aber gibt es subventionierte Karten. Eine Initiative, die ohne Unterstützung der Hauptsponsoren nicht möglich wäre. Die Präsidentin der Salzburger Festspiele, Helga Rabe-Stadler, konnte seit ihrem Amtsantritt durch intensives Lobbying den Anteil der Sponsorengelder vervierfachen. Finanziell sind die Festspiele durch ein Bundesgesetz aus dem Jahr 1950 abgesichert. Rechtsträger ist der Salzburger Festspielfonds. Die öffentlichen Subventionen machen 27% am Gesamtbudget aus. Wir erwirtschaften 75% unserer Kosten. Mehr als die Hälfte unserer Einnahmen kommt aus dem Kartenverkauf. Kunst bezieht ihre Rechtfertigung nie aus ihrer Rentabilität. Aber wenn, wie in Salzburg, künstlerisch und wirtschaftlich die Festspiele der Motor der Region sind, ist das natürlich herrlich. Wir geben den Subventionsgebern noch im selben Jahr an Steuern und Abgaben mehr zurück, als sie uns als Subventionen geben. Die Festspiele sind bis heute natürlich dem politischen Einfluss ausgesetzt. Das hat Nachteile, aber es hat auch gewisse Vorteile. Das Festspielgesetz schreibt vor, die finanzielle Verpflichtung der Subventionsgeber. Daher haben die Salzburger Festspiele immer auch eine gewisse Rückendeckung durch die Politik, was die finanzielle Gestion betrifft. Und der zweite Vorteil ist, dass durch die politische Verankerung auch eine politische Mitverantwortung für Kultur gegeben ist. Eine Bühne für das breite Publikum sind die Festspielnächte. Mittlerweile fixer Programmpunkt in jedem Sommer. Unter freiem Himmel werden die Highlights der Festspiele auf Großbildleinwand übertragen. An die 40.000 Menschen nützen jedes Jahr dieses kostenlose Angebot. Auf dem Programm Live-Übertragungen und Aufzeichnungen bejubelter Salzburger Operninszenierungen aus dem ORF-Archiv. Mit Sponsorengeldern wird auch der künstlerische Nachwuchs gefördert. Der Young Directors Project Award wird an junge Regietalente vergeben für innovative ästhetische Umsetzungen. Der Preis eine Max-Reinhardt-Füllfeder. Now we have a problem. Und das Young Singers Project bietet hochbegabten Sängerinnen und Sängern Einzelunterricht und Meisterklassen bei renommierten Opernstars wie Thomas Quasthoff und Christa Ludwig. Ziel ist, durch Castings ausgewählte Nachwuchstalente für große Opernhäuser auszubilden. You see, even here, relax. I see this. Salzburg ist eine internationale Marke. Wir hätten nie diese Sponsoren, wären wir ein regionales Festival. Da aber Salzburg nicht nur künstlerischer Treffpunkt, sondern auch Treffpunkt von Wissenschaftlern, Politikern, Wirtschaftlern während der Festspiele ist, ist es für Marken äußerst attraktiv, das zu machen, was man so schön positiver Image-Transfer nennt. 2007 übernimmt Jürgen Flimm die künstlerische Leitung, gemeinsam mit Konzertchef Markus Hinterhäuser und Schauspielchef Thomas Oberender. Ihnen gelingt es, neue Publikumsschichten zu gewinnen, auch mit weniger bekannten Werken zeitgenössischer Komponisten. Nach langer Unterbrechung 2008 wieder eine szenische Aufführung in der Kollegienkirche. Luci mie traditrici, die tödliche Blume. Eine Oper des zeitgenössischen italienischen Komponisten Salvatore Sciarrino. Oh.
Vor mehr als 20 Jahren musste eine szenische Aufführung aufgrund von Protesten abgesetzt werden. George Tabori verursachte 1987 mit Franz Schmidts Oratorium Das Buch mit sieben Siegeln einen Skandal. Die Darstellung überschritt die kirchliche Toleranzgrenze. Der Bann wurde erst mit Luci Mie Traditrici gebrochen. Klaus Guths viel diskutierter Don Giovanni, angesiedelt in einem unheimlichen Wald. Der Titelheld irrt durch ein Dickicht des Begehrens und der verbotenen Sehnsüchte, in dem er schließlich verglüht. Mit Così fan tutte beendet Klaus Guth seinen Mozart da Ponte-Zyklus. Guth macht aus Partnerverwechslung einen Partnertausch und siedelt das Stück in einer Designerwohnung an, den Blick in die Zukunft gerichtet. Ja, wo sehe ich Salzburg in 10 Jahren? Hoffentlich so erfolgreich wie jetzt, dass die Programmmischung stimmt und hoffentlich mit einem Intendanten, der sich ganz auf dieses herrliche Abenteuer Salzburg einlässt. In den 90 Jahren seit ihrer Gründung sind die Salzburger Festspiele sowohl von den unterschiedlichen Charakteren geprägt, wie auch seit jeher von den Gegensätzen traditionell und modern, elitär und breit gefächert, große Weltbühne und kleine Stadt. Aber immer ausgehend von der Grundidee eines Sommerfestes der Kunst. Alle Veränderungen überlebt hat eines: das Spiel vom Sterben des reichen Mannes, der Jedermann. Jedermann! Das war ein weiser und hoher Mann. Die ausgesandt nach mir? Ausgesandt nach mir? Was bist du für ein Tod? Ich bin der Tod. Ausgesandt. Nach mir? Ausgesandt. Nach mir? Ausgesandt nach mir. Nach mir. Für gläubige Menschen ist es doch das Gefühl, ja, es ist, es gibt noch etwas da oben, auch wenn es im Moment der Dom ist. Aber es gibt etwas, das wir glauben sollten und uns verhältnismäßig anständig benehmen sollten. Das Stück ist meiner Meinung nach nicht umzubringen. Ha! Ausgesandt nach mir! Was will mein Gott von mir? Abrechnung will erhalten mit dir! Ausgesandt nach mir! Ausgesandt nach mir! Wie? Ausgesandt nach mir? Ausgesandt nach mir? Hebe mich! Was hebe ich an? Ah, mit Weinen wird nur Zeit vertan! Jedermann, es ist das einzige Stück, das ein gewisses Recht hat, eine Tradition vorzutragen, wo alles von den Schauspielern, den Darstellern abhängt und den Musikern, die auftreten. Es ist eine Grundkulisse da, die muss man erst einmal besiegen, den Dom und die Umgebung. Denn die Kirche ist ja was relativ Starres. Dieses Stück war immer so ein Kampfstück zwischen den evangelischen Gedanken und den katholischen Gedanken. Natürlich sind die Katholischen in Salzburg etwas in den Vordergrund gerückt. Das ist immer eine Ehre gewesen, in der Tischgesellschaft, allein in die Tischgesellschaft hineinzukommen. Ja? Da jubelt ja jeder junge Schauspieler auf. Man kriegt die tollsten Schauspieler und Schauspielerinnen, die es. Und das ist schon hervorragend. Das Tolle ist auch, dass es, so wie der Vatikan nach Rom gehört, es ist nicht austauschbar. Also man kann, natürlich kann man Jedermann überall spielen, aber das ist, man muss hierher kommen. Man kann es nur eben da und das macht es so stark.